Hast du auch auf Amazon ja immer wieder mal diese Clips hier, diese Gürtelhalterungen für Taschenlampe und Multitool gesehen, die man am Gürtel montieren kann? Mich hat das verfolgt. Und im Dezember 2020 habe ich mir genau dieses Teil hier gekauft. Wenn du wissen willst, was es kann und was ich davon halte, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop über Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderschönen Buschkraftareal auf Val-d'Olabatée. Es freut mich, dass du dabei bist. Da ist es nun das Teil. Das hat mir irrsinnig lang verfolgt auf Amazon und die wissen ganz genau, wie sie mich kriegen, indem sie mir die Dinge immer und immer wieder zeigen. Ja, fürchterlich. Ich habe sie mir dann gekauft im Dezember und jetzt 2,5, 3 Monate im Einsatz. Es ist gut, aber. Und das Aber, das werden wir gleich rausfinden. Schau mal her. Alles Leder, ja, wirklich echtes Leder. Hier zwei so Gürtelschlaufen, die ja gute Breite haben. Also wenn er zu fett ist, geht es sich nicht durch, geht es sich nicht aus, aber das ist klassisch alles in Ordnung. Übrigens, billige Eigenwerbung, gegeben, einen Link auf Amazon, wenn du magst. So, es hat drei Fächer, ich verwende aber nur zwei. Du hast einmal dieses Hauptfach hier für das Multitool. Das ist das eine, das ist hier. Ja, ich habe jetzt hier ein Leatherman eingebaut, weil der den Gürtelclip oder den Clip dazu hat. Dadurch lässt sich das da schön fixieren, es ist alles gut, da fällt auch nichts raus, ist in Ordnung. So, und dann hier auf der Seite eine Taschenlampe. Und wie du siehst, ja, wie du siehst, das, da unten sind Öffnungen und die sind meiner Meinung nach auch notwendig, denn ich trage das immer hier an dieser Position. Das heißt, ist hier hinten fixiert und dann kann ich mit dem Zeigefinger drücke ich mir das Tool raus und kann es dann rausziehen und fertig, damit ich das nicht nach vorschlankeln muss. Das geht sich alles gut aus. Das ist wirklich gut überlegt. Das gefällt mir sehr gut. Es wäre auch ein drittes Fach vorgesehen hier. Ich habe das Bild von Amazon jetzt nicht mehr im Kopf, aber da war auch irgendwas drauf. Ich habe darüber nachgedacht, was ich da rein platzieren könnte. Es ist mir nichts eingefallen. Ich muss wirklich dazu sagen, weil erstens, diese Schlauchfahren sind halt recht eng, also ein Kuli oder Tactical Pen oder so irgendwas, das wäre vielleicht möglich gewesen. Ich muss das einmal aufmachen. Schau her. So, das, na, sieht man gar nicht. Das sind so ganz, ganz kleine. Ja, da passt fast nichts rein. Also ich habe keine Idee dazu. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, aber ich habe keine Idee dazu gehabt. Aber ganz allgemein, wenn ich habe das jetzt tatsächlich in dieser Art und Weise hier getragen. Wenn ich eine meiner Lieblings-EDC-Lampen, ja, nämlich diese Phoenix hier, da reinpoppen will, das, was ich übrigens, das geht sich auch wunderbar aus, dann ist aber so, dass ich das schwer, weil die relativ kurz ist, Finger da ganz tief rein, ja, damit man das überhaupt rausdrücken kann. Also kurze Lampen, das ist fast, ist grenzwertig, ist gar nicht mal da so reinfummeln, aber vielleicht kriegt man Übung beim Fummeln. Aber soll so sein. Das ist ein bisschen ein Nachteil, aber das geht gerade so. Das heißt, die geht einmal gut. Übrigens, alles billige Eigenwerbung, die ist voll super. Die gibt es bei meinem Shop, gebe ich da unten den Link. Wenn du eine Lampe hast, die einen größeren Durchmesser hat, wie zum Beispiel diese Surefire, die ich auch sehr, sehr gern habe, die Aviator in Rot, die geht da gar nicht rein, weil der Durchmesser nicht passt. Ja? Auch die gibt es bei mir im Shop. Ist nicht ganz billig, aber ist ein cooles Teil, aber das einmal an einer anderen Stelle. Das heißt, nur bedingt einsetzbar. Das ist mal das eine. Mit der hier, mit dieser TrueNight T10, geht es eigentlich am besten. Das sitzt alles ganz gut, das passt. Schön. Leatherman oder die Tasche, die größere Tasche. Auch das ist in Ordnung. Das geht einmal alles, auch ein Swiss-Tool geht rein. Und wenn du dir das anschaust, der Ausschnitt hier, der ist nicht über die gesamte Breite dieser Ausnehmung, dieser Tasche, sondern ist verengt und dadurch rutscht das auch nicht so leicht durch. Also es muss nicht notwendigerweise ein Clip drauf sein. Aber wenn du jetzt sagst, Victorinox-Messer, das da durchpasst, rutscht mit der Zeit raus. Also wenn das zu schmal ist, das ist nicht toll. Gut, ist so. Und was mir am Wecker geht, und das ist jetzt der Nachteil. Das geht mir richtig am Wecker. Und zwar, weil ich was spüre. Ich erkläre es, ich verspreche, ich erkläre es. Schau mal her, wenn hier das Tool eingebaut ist und die Taschenlampe, dann ergibt sich das hier bei meinem an meiner Taille. Und da ich eine alte Diva bin, kann ich das überhaupt nicht leiden, weil das so komisch hängt da irgendwie. Ich mag das nicht. Ich mag das einfach nicht. Es ist ja eine coole Idee und es schaut auch cool aus und wahrscheinlich, wobei ich ja immer irgendwelche langen Hemden oder Jacken anhabe. Also es sieht eh kein anderer, dass ich coole das Taschel da so hängen habe. Sieht ja keiner. Aber und ich muss ernsthaft dazu sagen, irgendwie sind wir meine Toolpockets von Tasmanian Tiger oder von einer anderen Herstellung, das geht jetzt nicht, diese Teile hier irgendwie sympathischer.
weil wenn ich jetzt, erstens liegen die besser an meinem Körper, es kann auch an meinem Körperbau liegen, ja? Mag alles sein. Aber allein jetzt so von der Idee her, von der Strategie her, so viel schwerer sind die auch nicht. Ja? Das, wenn man jetzt sagt, okay, das Material, gibt es übrigens auch in Schwarz und auch bei mir im Shop natürlich, ja, dass das hier, diese Hülle, diese Lederhülle etwas leichter ist, das mag sein, aber das macht das Kraut wirklich nicht fett. Das macht das Kraut nicht fett. Aber hier kann ich sagen, okay, ich möchte genau, weil die gibt es ja in unterschiedlichen Größen, das passende Taschel haben, wo meine Taschenlampe wirklich vernünftig reinpasst. Und wenn es breiter ist, dann geht es auch rein. Also ich kann auch die Aviator von Surefire einbauen, indem ich halt das größere Taschel nehme. Das hängt dann zwar nicht zusammen, das ist klar, das heißt, das rutscht dann auch mal hin und her. Also das ist der Vorteil bei dem hier, aber das ist mir wurscht. Das heißt, nach 2,5, 3 Monaten Tragen sage ich, ja eh. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Gut gemacht, schöne Qualität, alles in bester Ordnung. Aber mir taugt das hier nicht, diese Falte, die macht mich ganz wuschig. Ist das der richtige Ausdruck, ich hoffe. Und ich bleibe bei meinen Toolpockets. Das war's jetzt. Jetzt bist du dran. Kennst du das? Hat dich Amazon auch gekriegt, das zu kaufen? Wie findest du das? Bist du auch insgesamt von der Struktur her, findest du das okay? Hast du auch so einen Tick wie ich oder einen Knall wie ich, dass du sagst, dass du das nicht verträgst, dieses Ding da, ist dir das wurscht oder nicht? Schreib mal einen Kommentar, das würde mich sehr freuen. Ich gebe dir den Link zu all den Produkten auf Amazon bzw. zu mir in den Shop, auch auf waldolau.at. Der nächste Urlaub, der kommt bestimmt. So oder so, Corona ja oder nein. Und hier, da wärst du auf jeden Fall allein. Aber das ist ein anderes Thema. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo da lassen. Da geht es zu mir in den Shop, zu meiner aktuellen EDC-Lieblingslampe. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein René Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.